Bin gestern beim Zuschauen eingepennt. Finde ich interessant, dass Leute wirklich bei meinem Stream einpennen. Ich persönlich habe das Talent, nicht beim Stream einpennen zu können. Also ich schaue oft Streams im Bett, aber irgendwann muss ich ausschalten, den Stream, und meine gewohnten Serien gucken, um einzuschlafen, Digga. Einige pennen dabei ein, ja. Dann hast du noch nie Horny Stream geschaut. 1 plus hast du's, Digga, lul. Ja gut, Bruder, den Tipp, Bei dir einpennen, Beste. Ja, ich schau meine eigenen Streams nicht, um einzupennen, Digga. Ich erwische mich oft dabei, ich guck Tiffy bei mir im Bett und denk mir, okay, eine Runde guckst du noch, dann guck ich noch eine Runde. Aber ich brauch meine Standard-Einschlafserien eigentlich. Wobei, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich war jetzt 3 Wochen lang nicht beim Sport. Ich hatte Erkältung, also keine schöne Erkältung. Und ihr kennt es selber, manchmal hat man keinen Bock auf Sport, aber hat keine Ausreden für sich selber parat. Eine Erkältung rechtfertigt aber selber schon gut, nicht zum Sport zu gehen. Und ich habe aber gemerkt, in der Zeit, nach einiger Zeit, wo ich nicht zum Sport gegangen bin, habe ich abends nicht so gut schlafen können, Digga. Ich habe mich nicht ins Bett gelegt und bin beim Fernsehen gucken richtig schnell eingepennt, oder nicht schnell. Also der Unterschied, um es so zu formulieren, der Unterschied ist, wenn ich zum Sport gehe oder nicht zum Sport gehe. Wenn ich nicht zum Sport gehe, gucke ich Fernsehen, merke, oha, ist ja schon relativ spät, leg dich mal zur Seite und mach mal Augen zu und guck ein bisschen hör ein bisschen Fernsehen zu, penne dabei ein. Wenn ich zum Sport gehe, lege ich mich abends ins Bett, gucke meine Serie, will die Serie noch gucken und penne dabei einfach weg. Und das ist, finde ich persönlich, der beste Schlaf, Digga. Wenn du eine Serie guckst, du willst diese Serie unbedingt noch zu Ende gucken und pennst dabei einfach weg, Digga. Das ist der beste Schlaf. Dann am nächsten Abend willst du die Serie weiter gucken. Ah, wo bin ich denn nochmal stehen geblieben, Digga? Spulst vor, spulst zurück, wenn du das aufgenommen hast. Ja, man ist auf jeden Fall nach dem Sport ausgeglichener. Ich ärgere mich selber auch manchmal und deswegen bin ich heute dann auch alleine zum Sport gefahren, weil Memo, wie gesagt, kaputt war. Du fühlst dich nach dem Sport einfach besser, Digga. Scheiß mal auf, dass deine Arme dicker werden. Scheiß mal darauf, dass irgendwie du ein Sixpack bekommst. Der Effekt vom Sport natürlich auch, dass dein Körper hübscher aussieht. Ist natürlich eine Geschmackssache, aber dein Körper sieht besser aus, ist geformter. Aber für mich persönlich, und das ist leider nicht für jeden so, für mich persönlich steht bei Sport an oberster Stelle, dass ich mich danach besser fühle, dass ich mich danach befriedigt fühle, dass ich mich einfach gut fühle nach dem Sport. Ich fühle mich einfach ausgeglichener, ausgelastet und entspannter, und es ist einfach ein schönes Gefühl jedes Mal wieder, wenn man Sport durchgezogen hat. Und heute, heute habe ich mir wieder geschworen, als ich zum Sport gegangen bin, ich möchte keine 2-3 Wochen Pause zwischen meinem Sport haben, es sei denn, es ist wirklich gesundheitlich nicht möglich. Aber ich glaube, das Beschissenste ist, wenn du so lange sportfrei gemacht hast, der Muskelkater. Muskelkater an für sich nach dem Sport ist schön. Aber nicht der Muskelkater, wenn du 2, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen nicht da warst, dann wieder anfängst zu trainieren. Dieser Muskelkater fickt Kopf. Ich habe heute gut trainiert. Ich habe Brust-Bizeps gemacht. Wobei ich wahrscheinlich bald auf Brust-Trizeps umschwanken werde. Aber ich weiß, ich werde morgen Muskelkater haben. Aber ich weiß, ich habe Muskelkater, weil ich gut trainiert habe. Und ich habe nicht Muskelkater, weil ich 4 Wochen wie ein Fettsack mit meinem Fettarsch vor dem verfetteten Fettsackstuhl saß. Oder auf dem verfetteten Fettsackstuhl. Finde abends den Muskelkater geil, aber nächsten Tag Absturz. Nee, also normaler Muskelkater vom Sport, wenn es nicht unbedingt Bauchmuskelkater und Beinmuskelkater ist, finde ich eigentlich geil, Digga. Und es ist so wie damals beim Alkoholsaufen, wenn du dir abends oder allgemein auch koksen, kiffen, wenn du dir abends zu doll reingeknüppelt hast und am nächsten Tag Matsch warst, hat nur das geholfen, was dich eigentlich in diesen Zustand gebracht hat. Also, ich habe gestern Abend zu viel gekokst, mir geht's scheiße am nächsten Tag, ich koks, mir geht's wieder gut. Und so ist es mit dem Alkohol auch. Du säufst abends zu viel, am nächsten Tag geht's dir scheiße. Das Einzige, was dir dagegen hilft, ist wieder saufen. Und so ist es, finde ich, auch beim Sport. Du hast Muskelkater und fuckst dich ab, aber wenn du zum Sport gehst, geht der Muskelkater weg, weil dann deine Muskeln warm werden und. Meinst du, trainierst richtig von den Ausführungen her? Mit Sicherheit gibt es die ein oder andere Übung, die ich nicht richtig mache, beziehungsweise neue Übungen, die ich nicht sofort richtig mache, aber die Übung, die ich mache, mache ich von der Ausführung eigentlich schon okay. Also, ja. Das Beste nach dem Sport ist, sich dann frisch geduscht hinzulegen. Ja, meistens muss ich aber gestehen, dusche ich vor dem Sport und nicht nach dem Sport, weil ich aber auch ein Typ Mensch bin, der wirklich sehr, sehr selten schwitzt.
Nee, ich schwitz nicht. Ich schwitz so selten. Warum postet ihr jetzt alle wie Idioten das Fragezeichen rein? Was bringt es dir vor dem Sport? Wenn ich zum Sport gehe, also heute bin ich zum Sport gegangen. Ich habe gestern, wann habe ich gestern geduscht? Gestern Nachmittag habe ich geduscht. Heute, bevor ich zum Sport kam, ich habe den ganzen Tag hier rumgesessen, habe ich gestunken. War ich dreckig. Dann gehe ich duschen und hau mich zum Sport. Wenn ich beim Sport so reinknippe, dass ich schwitze, dann gehe ich vielleicht danach nochmal duschen. Aber dass ich wirklich anfange, bestialisch zu schwitzen und auch davon stinke, ist bei mir überhaupt nicht. Also nie. I Rap The Life, mir egal, ob du ein Einjahres-Subscriber bist oder nicht. Wir haben ja gerade eine schöne Fitnessdiskussion und dein Beitrag dazu ist, schon auf das neue KS-Video reagiert. Jalla, Auszeit. Tschüss. Mein Schweiß riecht immer nach Weed. Kenne ich, ja? Kenne ich. Ich verstehe aber nicht, warum, also geht niemand von euch vorm Sport duschen, wenn er merkt, okay, ich stink, ich will aber zum Sport? Ich will doch nicht beim Sport stinken. Also ihr wollt mir sagen, wenn ihr merkt, ihr stinkt nach Schweiß, geht ihr trotzdem zum Sport? Ist ja widerlich, Alter. Ist ja widerlich. Also, warum diskutieren wir da jetzt drüber? Ich geh duschen, wenn ich das Bedürfnis habe, duschen zu gehen. Ich geh duschen, wenn ich duschen gehen will, Digga. Ganz einfach. Junge, du duschst dich nicht nach dem Sport, du bist widerlich. Denario. Komm jetzt vorbei. Komm jetzt vorbei. Leck meine Arschritze, leck meine Achseln und riech dran. Und du wirst sagen, ich riech wie Blume. Was verstehst du an meiner Sprache nicht, Digga, dass ich nach dem Sport nicht stinke, du Hund? Komm vorbei, zahl dir auch das scheiß Bahnticket. Du stinkst bis hierhin. Dark Knight. Wahrscheinlich. Naja, egal. Ich weiß nicht. Also, ich wüsste... Wisst ihr, soll ich euch ehrlich sagen, wo ich eigentlich... Soll ich euch ehrlich sagen, wo ich eigentlich am meisten am Schwitzen bin? Oh. Nein, nicht beim Wichsen. Beim Zocken, Digga. Bei Fortnite. Wenn ich da in einer 1 gegen 1 Situation zum Schluss bin, Digga, da laufen mir die Schweißperlen der Achseln runter. Es gibt Menschen, die stinken schneller. Es gibt Menschen, die stinken nicht so schnell. Ich zähle zu den Menschen, die nicht so schnell stinken, Digga. Das heißt, ich war heute beim Sport und sogar danach Solarium. Gut, nach dem Solarium hätte ich auch noch duschen gehen können, aber ich keinen Bock drauf gehabt. Ich war beim Sport und im Solarium, Digga, und ich riech wie Blume. Wie Blume riech ich. Ah, Digga, es riecht frisch. Wie Blume. Voila, wie Blume. Schwanz ist sauber, alles ist sauber, Digga. Was wollt ihr jetzt von mir? Also, manchmal denke ich mir wirklich, ich bin nicht normal. Aber ich weiß halt, dass ihr alle einen Schaden habt. Ihr seid diejenigen. Ihr seid diejenigen da draußen, die echt ein Problem haben. Euch sollte man mal helfen. Ehrlich jetzt. Stinken zum Sport gehen. Digga. Jetzt weiß ich auch, warum die ganzen Weiber immer getrennte Saunas im Fitnessstudio haben wollen. Weil ihr da rumstinkt. Wegen euch kann ich nicht mal bei den Weibern in eine Sauna gehen. Naja, also unmöglich, euer Verhalten, wirklich. Nein, weil wir wie Männer trainieren und dann halt schwitzen und stinken. Also ich sag dir, es gibt keine größeren Hurensöhne im Fitnessstudio, die wirklich mit der Einstellung dahin gehen, Digga. Und mich von der Seite mit ihrem Mock-Schweißgeruch voll mucken, Alter. Das ist das Widerlichste, was es gibt. Schwitzen, okay, aber es gibt halt wirklich Leute, die im Fitnessstudio sind und einfach nur Deo-Flaschen kennen, weil sie die Dinger sich ins Arschloch schieben, aber die kommen nicht auf die Idee, sich das mal unter die Arme zu hauen. Und die gehen ins Fitnessstudio und benutzen kein Deo, Digga, und haben so einen beißenden, stinkenden Schweißgeruch, dass ich fast erbrechen muss. Beim Sportschwitzen-Beste stimme ich dir zu, aber hau dir ein bisschen Deo unter die Arme. Es geht nicht um Schwitzen. Es geht um die Leute, die Deo nicht kennen oder ein Deo nehmen, was nicht wirkt. Kennt ihr nicht diese Leute jetzt mal ernsthaft? Da müsst ihr auf meiner, also da, wenn ihr da nicht auf meiner Seite seid, dann weiß ich auch nicht. Es gibt im Fitnessstudio Leute, egal ob die jetzt schwitzen oder nicht, die stinken einfach bestialisch nach dem übelsten Schweißgeruch, den man sich vorstellen kann. Und ich denke mir, Digga, fällt dir jetzt nicht selber auf, dass du nach Scheiße riechst? Es geht nicht um das normale Schwitzen. Jeder schwitzt im Fitnessstudio. Der eine mehr, der eine weniger. Aber Schweißgeruch oder Schwitzen heißt nicht gleich stinken. Bei mir tragen die verschwitzten Klamotten des letzten Trainings. Oh, ja, das ist auch... Das sind so diese Kandidaten, die ihr Sportzeug 2 Monate im Sportbeutel drinnen lassen und nicht merken, dass das Ding einfach nach Much riecht. Nach Much. Also ich muss sagen, da merke ich auch, und das ist nicht böse gemeint, da merke ich aber halt auch den Unterschied. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt mehrere Fitnessstudios hier in Buxtehude. Und bei mir fängt es an, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Ich finde, es fängt auch an, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Und das sind so Kleinigkeiten, die werdet ihr vielleicht nicht fühlen. Und es ist auch nur eine Umkleide. Aber wenn du in die Umkleide reinkommst und ein Mix
aus Pisse, Scheiße und Schweiß liegt in der Luft, dann denke ich mir einfach, ach nee. 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 Und in das Fitnessstudio, wo ich aktuell gehe, wenn ich da reinkomme, wisst ihr, wonach das riecht? Nach Entspannung. Weil direkt nebenan ist eine Sauna, in dem anderen auch, aber da ist direkt nebenan eine Sauna, da riecht es 0% nach Schweiß, Pisse oder Scheiße. Weil da die Leute sich irgendwo benehmen vielleicht, weil es ein bisschen teurer ist. Da kommst du rein und du riechst Entspannung. Du weißt, ja, wie riecht Beschreibung, beschreib mal. Also Entspannung gibt's so viele Düfte, die mich entspannen. Aber Fakt ist, Rowhead, aka ich mach 69er mit Medi und fühle mich geil, weil ich bei ihm im Stream mit ihm ein bisschen spiele. Sauna. Sauna ist für mich vom Geruch her, Saunaduft ist gleich Entspannung. Oder? Saunagänger unter euch, Saunageruch ist Entspannung, Digga. Also, einige fühlen es anscheinend nicht, aber für mich, ich verbinde halt den Geruch von Sauna mit Entspannung, weil ich gehe in die Sauna, um mich zu entspannen. Also, das heißt, wenn ich nur den Geruch von einer Sauna wahrnehme, beziehungsweise ja, von irgendwelchen Aufgüssen oder so, finde ich das einfach entspannt. War noch nie in der Sauna. Oh, die kann ich dir nur empfehlen, Mann. Was ist noch? Also ich frage mich jetzt selber nicht euch. Ich überlege für mich, was ist noch ein Entspannungsgeruch? Gutes Essen von Mutti. Wenn du in die Küche kommst und es riecht nach leckerem Essen, dann weißt du, du setzt dich jetzt hin und entspannst. Ja, scheiß drauf. Oder beispielsweise, ja, aber das ist natürlich individuell, aber ich denke, ihr werdet es nachvollziehen können, einige von euch, in das alte Zuhause kommen. Also bei mir jetzt in dem Fall zu Oma und Opa. Wenn ich bei Oma und Opa reinkomme, der Vorflur, die haben einen Vorflur, und wenn ich dann in die Wohnung reinkomme, der Geruch von Oma und Opa, diese ganz eigene, der ganz eigene Geruch vom Haus ist für mich Entspannung, Digga. Ist für mich ein Entspannungsgeruch.